gewisse Ostschweizer Regionen, wenn dann die Stimmen ganz hoch sind, kann es ein bisschen, die können ja nichts dafür, aber die sind ein bisschen unsexier wie andere. Reden wir über Sprache. Welches ist dein liebste Wort auf Schweizerdeutsch? Trötschkele. Finde ich noch schön. Trötschkele ist so ein bisschen um, also so ein bisschen lahmäscheln. Liebe. Lieblings. Zeltli. Weil Zelt, weil es ist, an einigen Orten ist es ein Däfeli. Und dann ist es in Luzern ist es ein Tröpsli. Darum, ich bin Team Zeltli. Hinnach ist ein schönes Wort, das irgendwie sonst nicht so gebraucht wird. Oder die Klassiker auch, das kannst du überall brauchen. Ja, das sind die Worte, die meine Grossmutter einmal gesagt hat, Worte, die man heute nicht mehr braucht. Wie zum Beispiel, wenn man, das ist in Berndeutsch vor allem wahrscheinlich so, hat man das viel gebraucht. Wenn du gehst liegen, wenn du gehst ausruhen, jetzt haben wir gesagt, du musst leuen. Ich finde das ein super Wort, leuen. Ich finde es sowieso nicht so schön wie ein Mundartbegriff. Welches Fluchwort brauchst du am meisten? Wahrscheinlich Huren. Fuck! Fuck! Fox. Wahrscheinlich Scheiße. Shit! Möchte ich gerne nicht vor die Kamera sagen. Fotz. Aber okay, es tut mir leid. Jetzt töne ich wie ein Sexist. Es ist einfach, dass ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und manchmal, wenn die Dinge kommen raus, ist es comme si j'avais la Tourette. Im Moment bemühe ich mich ein bisschen peinlich. Im Moment bemühe ich mich natürlich vor meinem Sohn möglichst nicht zu fluchen. Hey, der Fahn oder hey, Landtonner oder so etwas, was halt vor einem Kind kannst du sagen. Welches ist der schönste Dialekt? Also Berndeutsch finde ich schon sehr schön. Der Berner Dialekt. Ja, der Berner Dialekt ist natürlich schön, das ist klar. Das ist einfach schon ein sehr schöner Sound. Ich finde es super, Berndeutsch ist einfach schon das Schönste. Aber auch Graubünden finde ich noch find ich herzig. Ich liebe den Bündner. Ich finde, Bündner Dialekt gefällt mir sehr gut. Ich liebe das urchige innerschweizerische Urner. Ja, nehmen wir Walliser. Ich finde Walliserdeutsch sehr schön. Walliserdeutsch. Gut, das ist der. Ich kann hören zum Beispiel, es ist Walliserdeutsch, weil ich bin wow, the fuck, was sagst du? Aber die andere ist für mich, ich bin schon am versuchen, so alles gut zu verstehen. So, ich glaube, die Akzente blenden sich ein bisschen aus. Wir sagen zum Beispiel eine Frau im Argen. Eine Frau. Ich habe, glaube ich, eher eine Mischung aus Solothurn, Basel-Land, Zürich, Aargau. Ich finde so ein neutraler Dialekt. Finde ich aber nicht unbedingt der schönste. Boah, da mache ich mir jetzt so keine Freunde. Vielleicht so ein bisschen, ich würde nicht sagen, der Osten, ein bisschen weniger, aber... Liebe für alle Dialekte. Ich finde, jeder Dialekt, das finde ich so krass, so ein kleines Land und so viele verschiedene Dialekte. Was für Sprache redest du? Zu wenig. Schweizerdeutsch. 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 Berndeutsch. Mundart. Schweizerdeutsch, obviously. Hochdeutsch. Deutsch. 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 Französisch. Mässig. Englisch. Italienisch. 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 Ein bisschen Italienisch. Ich hatte 10 Jahre italienische Freundin gehabt. Ich habe selber 10 Jahre Italienisch gehabt in der Schule. Ich habe es bis jetzt einfach nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, obwohl ich das so gerne können würde. Auch wenn es nur Spanisch oder ein bisschen Italienisch wäre oder so. Spanisch auch jetzt nicht schlecht. Spanisch. Es Ferien-Spanisch. Ein bisschen Spanisch. Portugiesisch. Estisch. Und ein bisschen Japanisch. Ein bisschen Japanisch. Minasan konbawa. Interlaken no spiegere yokuso. Mashita. Ich habe Russisch gelernt, aber im Moment ist... Traust du dich im Ausland Fremdsprachen zu reden? Ich habe natürlich eine riesen Schnur, ist ja klar. Aber positiv, hoffentlich. Positiv. Ich komme in einen Laden, ins Restaurant rein. Reservationen, Bertue, bla bla. Ja, eben, das ist alles klar, oder? Das ist klar. Wird dann fast hässig, wenn sie dann auf Hochdeutsch wieder zurückantwortet geben. Denke ich so, hey, I'm fucking trying here. Ich quatsche so viel. Es ist klar, dass ich es mache, oder? Das ist ja logisch. Also, ich tue mit Hängen und Füßen reden und das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut. Aber ich probiere schon irgendwie Kontakt aufzunehmen. Weil ich finde es so spannend, mit anderen Leuten zu reden und die anderen Sprachen. So eine Geste von Respekt. Also, auch wenn man nur, sagen wenn du auf Bali gehst, dann lernst du einfach alles Danke und ein Hallo. Ich bin in der Westschweiz Kempter
Französisch zu reden, wenn ich immer noch das Gefühl habe, mein Gegenüber kann vielleicht meine Sprache besser als ich, seine, ihre. Und ich kenne die Leute hier ein bisschen. Dort bin ich extrem verklemmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel reisen würde, wenn ich jetzt auf Barcelona würde, allein, und ich würde dort um den Tisch hocken und würde Sangria irgendwie trinken und so, dort könnte ich mit jedem einfach diskutieren. Ja. Wenn ich die Leute nicht kenne, ist es irgendwie einfacher. Aber wenn er mich dann natürlich etwas fragt, so von wegen, ja, dann wird es schon schwierig, dann sage ich, yeah, excuse. Ja, ich habe auch schon so Sätze geübt, so im Voraus. Wenn ich so weiss, okay, jetzt müssen wir irgendetwas organisieren oder so, dann sind wir dann so überlegt, okay, was muss ich, was jetzt? Was wären jetzt echt Sätze, die ich muss sagen, dann versuche ich es schon wie so viel vorzubereiten. Ich bin ein bisschen rigid. Meine Frau hat alle Arten. Wenn wir in einer Stadt unterwegs sind, dann finde ich so, also, wir wollen ja, dann ich muss das Telefon führen und gebe mal ein, wo wir hin müssen und mich mal zurechtfinden. Dann hat sie schon vier Menschen gefragt. Und schon und weiss schon, wo durch und zum Weg und weiss schon, hat schon zwei Kollegen gemacht. Das ist wirklich unglaublich. Und ich finde das so, aber ich hätte das auch geschrieben. Okay, gut, also. Wer macht schon so zu der Sprache? Mit Sprache, das ist meine Empfehlung zu allen. Es ist like, von dem Moment, du zeigst, dass du versuchst, hast du schon gewonnen. Ich war einmal in einem Konzert in einer Favela in Lima. Damals konnte ich wirklich nicht gut Spanisch. Und so für den ganzen Tag, ich habe auf einem Blatt Papier Dings geschrieben, so rechts, links, wie geht's, stand auf, na. Und die Abend, ich war dort und ich habe so kommuniziert. Ich konnte einfache blöde Sätze bauen mit diesen Wörtern. Und dort war die Connection mit den Leuten. Und ich glaube, man sollte nie sich schämen zu probieren, weil die Leute würden dich wirklich unterstützen, weil sie finden gut, dass du dich Mühe gibst. Willst du noch mehr Tagebild? Dann abonniere jetzt den Kanal.